Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Bobbyversum. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und Leute, in diesem Video geht es ausnahmsweise mal nicht um Diablo 3 oder ein sonstiges Diablo-Game. Im heutigen Video sprechen wir über V Rising. Ein neues Spiel, welches heute am 17.05.2022 veröffentlicht wird. Und ja, natürlich, wir im Bobbyversum spielen nachher direkt im Livestream mal rein in das Game. Und im jetzigen Video habe ich erstmal ein paar allgemeine grundlegende Informationen für euch zusammengetragen, möchte euch natürlich auf das Spiel aufmerksam machen und auch auf meinen Livestream dazu. Und das Game ist so ein Mix aus ja, Hack'n'Slay, Action-RPG-Kampfsystem, aber auch Survival-Game mit einem Vampir-Setting gepaart, hört sich auf jeden Fall super vielversprechend an, wie ich finde. Ich bin total gespannt, was ihr davon haltet und was ihr dazu zu sagen habt. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß im Video. Bevor es jetzt aber mit dem eigentlichen Video losgehen kann, hier nochmal ein paar ganz wichtige Informationen für euch. Ihr findet natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung alle wichtigen Links zu dem Spiel und zu der Steam-Seite des Spiels und so weiter und so fort. Und wir werden direkt heute Abend versuchen, in das Game reinzustarten. Der Entwickler hat leider noch keinen genauen Zeitpunkt bekannt gegeben. Ich kann es auch nach wie vor noch nicht so runterladen über Steam. Aber ich habe passend zum Release ein paar Game Keys von dem Spiel erhalten und werde die heute Abend im Livestream an meine Zuschauer verlosen. Seid also auf jeden Fall dabei und schaut mit mir gemeinsam in V Rising rein. Ich freue mich absolut auf den Stream dazu oder die Streams und selbstverständlich auch auf euch. Jetzt natürlich auch an dieser Stelle dann noch ein schnelles, aber sehr, sehr herzliches Dankeschön an all meine Kanalmitglieder hier auf YouTube. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, insbesondere natürlich an diejenigen, die so verrückt sind und hier eine Kanalmitgliedschaft auf der Stufe 3 abgeschlossen haben. Vielen herzlichen Dank. Okay, jetzt aber los. Was also ist das jetzt für ein Spiel, um das es hier geht? V Rising ist ein Open-World-Survival-Game mit Vampir-Setting und einem ziemlich actionreichen Kampfsystem, was mich direkt auf den ersten Blick an so Hack'n'Slay und ARPG-Titel wie Diablo und Path of Exile erinnert hat. Und ja, in V Rising versuchen wir als frisch erwachter und äußerst hungriger Vampir in einer von Menschen regierten Welt zu überleben und versuchen neue Macht und neue Stärke zu erlangen. Und hierzu müssen wir uns natürlich auf der einen Seite am Blut unserer Opfer laben und auf der anderen Seite müssen wir uns aber vor den tödlichen Sonnenstrahlen verstecken. Dazu müssen wir noch alle anderen Gefahren und Gegner überleben bzw. besiegen und ich bin sehr gespannt, was uns dabei noch alles erwartet. Der Weg zu Ruhm und Macht sind in dieser dunklen Fantasy-Welt geprägt von der Jagd nach Rohstoffen und natürlich klar, dem eben angesprochenen Kampf gegen unsere Widersacher. Entweder andere Spieler oder aber natürlich auch irgendwelche übernatürlichen Kreaturen. Das Kampfgeschehen läuft dabei, wie eben schon angedeutet, in Echtzeit ab und ja, zumindest das, was ich gesehen habe, lässt vermuten, dass da die Herzen von ARPG- und Hack-and-Slay-Spielern und Spielerinnen höher schlagen werden bei diesem wundervollen Kampfsystem. Wie in, ja, vielen anderen Survival-Titeln ist es tatsächlich auch bei V Rising so, dass der Aufbau einer Basis ein ganz wesentlicher Bestandteil des Spiels ist. Denn, Leute, was bitte wäre ein Vampir ohne seinen Sarg? Und damit genau dieses gute Stück nicht abhanden kommt, benötigen wir auch den geeigneten Platz und den sicheren Platz, um diese tägliche Ruhestätte aufzubewahren. Das ist unser Schloss. Das Schloss ist unsere Basis und dient uns zum Erholen von unseren Abenteuern, zum Regenerieren, aber natürlich auch zum Craften. Wir können dort neue Waffen und Rüstungen herstellen, wir können unseren Loot dort verstauen und wir können auch Tränke mischen, habe ich bisher gelesen. Und ein Feature sind sogenannte Hausdiener. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind diese Hausdiener Menschen, die wir gebissen, also sprich in Vampire verwandelt haben und die uns dann nun ergeben sind. Finde ich ein absolut großartiges Feature. Freue ich mich total drauf und ich bin super gespannt, wie das umgesetzt wird. Hinter dem Spiel, hinter V Rising, steckt das schwedische Entwicklerstudio Stunlock Studios und das ist unter anderem für das relativ erfolgreiche MOBA Battle Ride verantwortlich und bietet uns mit V Rising einen, wie ich persönlich finde, sehr vielversprechenden Genre-Mix aus ARPG-Kampfsystem und vollständigem Survival-Game. Ich bin absolut gespannt
ob und wie sehr mich dieses Spiel in seinen Bann ziehen wird und natürlich auch, ob es hier im Bobbyversum einen festen Platz finden wird. Egal was passiert, ich freue mich auf jeden Fall mit euch zusammen in dieses wundervolle Vampirspiel reinzuschnuppern und lade euch allesamt herzlich dazu ein, auch in den Livestreams dabei zu sein. Durst habe ich auf jeden Fall auch schon und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann schaut am besten direkt mal auf Twitch vorbei, lasst schon mal ein Follow da und schreibt mir bitte unbedingt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Freut ihr euch drauf? Habt ihr Bock drauf? Oder ist das eher so gar nicht euer Ding? Und ihr wollt mit Vampiren und allem, was dazugehört, einfach nichts zu tun haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Ich freue mich auf den Stream heute Abend, auf die weiteren Streams dazu. Bedanke mich jetzt sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Video.